Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein Langzeit-Feedback über die UV-Gel-Nagelfolien von Maniko und von Miss Sophie. Ich habe sie jetzt, ich glaube, über ein Dreivierteljahr nutze ich sie mittlerweile und ich bin nach wie vor super zufrieden damit. Die sind wirklich sehr, sehr langlebig, sie sind einfach in der Anwendung, sie sehen super schön aus. Ich werde auf jedem Flug von Kolleginnen und von Gästen angesprochen, dass ich schöne Nägel habe. Und Kolleginnen sind total überrascht, dass es UV-Gel-Folien sind und dass man das eigentlich gar nicht sieht, dass es nicht aussieht wie künstliche Nägel. Sie sind sehr, sehr robust. Also wenn ich mit Nagellack fliegen würde, dann hätte ich schon nach den ersten paar Minuten irgendwas abgechippt oder einen Nagel abgebrochen oder sonstiges. Und das habe ich mit den Maniko bzw. Miss Sophie UV-Gel-Folien nicht mehr. Und das ist einfach für mich richtig, richtig gut. Ich muss mir nicht alle naselang die Nägel machen. Die Dinger halten wirklich, bis ich sie runter mache. So circa 2-3 Wochen sehen sie wirklich top aus. Und dann sieht man aber den Rand unten. Beziehungsweise dann fangen sie sich auch langsam an zu lösen. Man merkt es immer, wenn man durch die Haare geht. Und dann geht so ein Haar unter die Folie so ein bisschen. Dann merke ich immer, ah ja, jetzt musst du sie langsam wechseln. Aber an sich, an der Beschaffenheit der Folie oder so, sieht man überhaupt nicht, dass sie schon so lange drauf sind. Und das finde ich richtig gut. Meine persönliche Vorgehensweise ist, ich nutze immer so einen Ridge Filler als Unterlack, um den Nagel noch ein bisschen zu schützen. Ich mache die Folien drauf und ich nehme diesen Oberlack nochmal drauf. Das braucht man eigentlich nicht, aber ich finde, sie glänzen dann noch schöner. Also das sieht richtig top aus. Ich komme mit einem Paket, weil ich die Nägel kurz habe, für zwei Durchgänge aus. Also von daher sind die Kosten okay. Wenn man längere Nägel hat, dann kommt man vermutlich nur einmal mit aus und kann die Reste für die Füße nehmen oder so. Und das funktioniert. Das Draufmachen ist einfach. Das Runtermachen ist einfach. Ihr macht einfach erstmal ein Tröpfchen Öl und liftet das. Ihr könnt es auch mit dem Nagel machen, an einer Seite quasi an, lasst das Öl drunter laufen und löst es dann quasi so ab. Nicht so nach vorne, sondern seitlich über den Nagel ab, ganz langsam, das geht wunderbar. Und danach mache ich immer noch mal ein bisschen Nagellackentferner drauf. Ich muss allerdings dazu sagen, die Nägel werden schon ein bisschen angegriffen, aber sie werden nicht so stark angegriffen, wie wenn ich früher richtige Gelnägel drauf hatte, beziehungsweise wenn ich Shellack drauf hatte. Ich zeige euch das mal. Ihr seht es, die sehen jetzt nicht ganz so toll aus, weil die Oberfläche kann natürlich darunter auch nicht richtig aushärten und es kommt auch keine Luft dran und es kommt auch kein Licht dran und so wird das Ganze weicher und so sind die Nägel natürlich ja nicht so schön, wenn man sie ohne irgendwas hat. Ich habe jetzt auch keinen Lack und nichts drauf. Ich lasse dann gerne mal auch ein paar Tage oder auch mal eine Woche, je nachdem, wenn ich dann nicht arbeiten muss, den alles runter, einfach um den Nägeln auch mal ein bisschen Erholung zu bieten. Aber im Großen und Ganzen ist es ja weniger aggressiv als richtige Gelnägel oder als Shellack. Ich kann es schnell zu Hause machen. Falls ich mal einen Nagel verliere, ich nehme die Folien dann immer mit. Und falls dann wirklich mal einer abgehen sollte, habe ich von Miss Sophie hier dieses UV-Gerät hier unterwegs. Das ist einfach genial. Das ist halt klitzeklein. Und es passt in jedes Handgepäck. Und dann habe ich eine Powerbank bei. Da mache ich es auch übrigens auch am Tisch mit dem großen Gerät. Ich nehme die Powerbank, stöpsel das ein und habe dann immer meine Sachen dabei. Das geht super gut. Und das nimmt halt auch nicht viel Platz weg. Und hier Folie, Paket und Dingens habt ihr dann so bei. Eine Feile habt ihr immer bei. Und von daher immer schicke Nägel. Ja, es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen muss, das ist vermutlich persönliche Preferences, also persönliche Bevorzugung. Ich persönlich mag die Folien von Miss Sophie ein Ticken besser als die von Maniko. Sie fühlen sich irgendwie haptisch angenehmer an bei der Verarbeitung. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt länger halten als die anderen, da sehe ich jetzt keinen Unterschied, aber irgendwie für mich persönlich fühlen sie sich einfach bei der Verarbeitung besser an. Ich kann es schlecht erklären. Was auch ist, die Farben, die ihr
auf der Webseite seht, sind nicht wirklich 100% die Farben, die ihr bekommt. Also ich habe auch schon Farben gehabt, wie zum Beispiel hier dieses Rosa. Das sah überhaupt nicht so dramatisch auf der Webseite aus, aber ist jetzt nicht so meins, würde ich jetzt nicht tragen. Also da gibt es auch schon mal Enttäuschungen, man kann sie zurückschicken, aber ja. Und es ist auch, wenn man es rausholt, ist die Farbe manchmal auch eine andere. Ich guck mal gerade, ob ich ein Paket offen habe. Die Farbe auch eine andere als auf der Verpackung. Also ihr seht, wenn ich das jetzt hier nebeneinander halte, das sieht schon anders aus. Und das ist bei beiden so. Und da ist es halt immer so ein bisschen, ja, ein kleines Risiko habt ihr. Und ja, das ist ein bisschen blöd, sag ich mal manchmal, ne? Aber in der Regel sind die alle gut, die Farben, also so im Groben und Ganzen. Und wie gesagt, sie halten super, die Verarbeitung ist einfach, man wird immer wieder darauf angesprochen, wie gepflegte Nägel man hat. Und es hält sehr lange, aber es stimmt nicht, dass sie nicht die eigenen Nägel etwas angreifen würden. Das tun sie schon. Also wenn ich jetzt die Tage keinen Lack trage, dann pflege ich die Nägel natürlich auch sehr viel mit Vitaminen und mit Ölen und alles, damit sich einfach dieses Unterding besser aushärtet und wieder aufbauen kann. Und dann habe ich sie auch wieder ein bisschen vorbereitet für die neuen Folien. So, ich hoffe, mein Langzeitfeedback hat euch was gefallen. Wie gesagt, mir persönlich gefallen die Miss Sophie besser als die Manico. Wenn ihr das auch nutzt, dann schreibt doch einfach mal drunter, welche euch lieber sind oder wie eure Erfahrungen mit den Folien sind, auch von der Umwelt her, ob ihr auch darauf angesprochen werdet oder nicht. Und ich finde es halt immer toll, wenn die Hände gepflegt aussehen und deswegen mit den Folien deutlich besser als bei mir mit Nagellack und deutlich günstiger, als wenn ich es machen lasse. Und ich bin unabhängig von Studios, von Uhrzeiten, von was auch immer. So, hoffe, der Review hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.